Bacchi dron, da war ein Gott, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat.
der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hans, der war Kaiphas Schwäger, welcher des Jahres hohe Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde Ohnmacht für das Volk. Thank you.
Bekannt und ging mit Jesu hinein in
des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrum. Bist du nicht das Mädchen? Er sprach, ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Käufel gemacht, denn es war kalt und wärmeten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sie. Aber der Hohepriester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Liebe. Jesus antwortete ihm, ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe allezeit gelehret in der Schule und in den Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nicht im Verborgenen geriet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, gab der Diener, einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach, wolltest du dem klugen Priester so antworten? Jesus aber antwortete, hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Sie zu ihm.
Petrus Knecht einer, ein Gefreunde des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Thank you.
nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet werde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Thank you.
bist du denn noch kein König? Jesus antwortete, du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeigen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Und da er das gesagt, geh wieder los zu den Jüden und sprich zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Los gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Jüden König Los gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, Auf ihn,
allen Stücken, in allen Stücken, dem immer gleicher, dem immer gleicher geht. In allen Stücken, dem Himmel gleicher, dem Himmel gleicher geht. Erweger, wie sein Blut gefärbt am Rücken, in allen Stücken, dem Himmel gleicher geht. In allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleicher, dem Himmel gleicher geht. Herr Weiger, Herr Weiger, Herr Weiger,
In allen Stücken, in allen Stücken, dem immer gleicher, dem immer gleicher geht. In allen Stücken, dem Himmel gleicher, dem Himmel gleicher geht. Erwäge, wie sein Blut gefällt. Erwäge, in allen Stücken, immer Himmel gleicher geht. Erwäge, erwäge, erwäge. Sein Blut gefärbt Rücken, in allen Stücken, dem Himmel gleicher, dem Himmel gleicher geht. Eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Ihn, denn ich
finde keine Schuld an ihm. Die Hilden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und haben den Gesetz. Mit mir. Weißest du nicht, dass es Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Thank you.
Yes, it does. Thank you.
Thank you.
Städte, die da heißen Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüden: Sehet, das ist euer König. Sie schrien aber: Nach Golgatha.
mit ihm zwien alle zu beiden Seiten. Jesum Arm mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz und war geschrieben Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Diese Überschrift lasen viele Jüden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf Hebräische, Griechische, und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Jüden zu Pilato. Geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Thank you.
singt mit Macht. Alle Welt erlöst.
Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß. Baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknecht, der eine, eröffnete seine Seite mit einem Speer, und alsobald ging Blut und Wasser heraus, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass ihr die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllt würde. Ihr solltet ihm kein Bein zerbrechen. Aber man spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Rüsttags willen der Jünger.